Also alles fing damit an, dass die Lage von Frankreich politisch und wirtschaftlich sehr instabil war, was Napoleon ausnutzte und mit dem Code Civil zum Konsul gewählt wurde. Und da er so beliebt war und es schaffte, mit seiner erfolgreichen Innenpolitik die Geldentwertung zu beenden und auch Frankreich wieder stark zu machen, wurde er zum Kaiser gekrönt. Nachdem er zum Kaiser gekrönt wurde, fing er an, mit seinen Kriegen Preußen zu unterdrücken, was Preußen jedoch nicht gefiel und sie überlegt haben, wie sie Napoleon die Stirn bieten könnten. Also haben sie Reformen durchgeführt, was sie wieder wirtschaftlich stärker machte und es auch wieder bei denen gut ging. Da Preußen besiegt war, dankte Kaiser Franz II. Von seiner Krone ab und floh nach Österreich, dort wo er dann Kaiser war. Und deswegen zerfiel das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und kleine deutsche Klein- und Mittelstaaten wurden mittels Mediatisierung und Säkularisation wurde der Rheinbund gegründet. Und durch diesen Rheinbund schaffte es Bayern geschickt, viele Gebiete zu bekommen und wieder stark zu werden. Und dann durch Graf Montgelas Reformen wurden Schulen eingeführt, auch und dadurch war Bayern viel stärker als andere deutsche Staaten. Dann wurde die Kontinentalsperre eingeführt, um England zu schwächen. Aber diese Kontinentalsperre hat nicht viel gebracht. Die wurde von vielen Staaten durchbrochen. Und dann kam der Russlandfeldzug, welchen er verlor. Und durch die Taktik der verbrannten Erde, dann musste er zurück nach Leipzig, weil es keinen Sinn gemacht hat in Russland. Die verlor er auch und wurde dann anschließend nach Elba verbannt. Nach 2 Jahren kam er wieder zurück, wurde wieder zum Kaiser gekrönt und da gab es die Schlacht bei Waterloo, die er auch verlor, weil Preußen England zu Hilfe kam. Dann wurde er nach St. Helena verbannt, wo er dann starb. Ja.